So, da sind wir dabei. Saw the Game, weiter geht's. Ich habe am Ende vom letzten Mal wieder mal meinen Kopf verloren. Und mir fällt spontan auf, dass ich am Anfang von den letzten Folgen immer irgendwie mich darüber aufgeregt habe, was ich in der letzten Folge scheiße gemacht habe. Das soll dieses Mal vielleicht zur Abwechslung mal nicht so sein. Gucken wir einfach mal, wie es läuft. Gucken wir einfach mal. Ich soll auf jeden Fall nicht wieder in diese Falle laufen wie ein Trottel. Das wäre schlecht. Wir haben die Glühbirnen beim letzten Mal gesammelt. Mach auf. Was zum Teufel? Wer bist du denn? Oh Gott, so ein Fetter auch noch. Komm her. In your fucking fat face. Kann ich dich vielleicht in die Falle reinboxen? Das wäre voll cool. Komm schon. Ab in die Falle. Oh Gott. Oh, bist du vorher drauf gegangen? Hm? Ich hätte dich so gern in die Falle geboxt. Das glaubst du gar nicht. Okay, wir gehen jetzt zurück ins Theater. Setzen die Glühbirnen ein und ja, schauen dann mal, was da so abgeht. Ich bin echt mal gespannt. Wahrscheinlich sehen wir, ich schätze mal, dass es irgendwas mit dem Code zu tun hat. Ich glaube nämlich, dass unten ein Kombinationsschloss war, soweit ich es in Erinnerung habe. Ich denke einfach mal, dass wir da wahrscheinlich wieder irgendein Rätsel lösen müssen, sollten, dürfen, was auch immer. Verdammte Scherbentrolle. Und ich denke jedes Mal nicht dran. Nee, ich denke niemals dran. Warum sollte ich? Ich bin's ja nicht, dem es wehtut. Gucken wir einfach mal. Ach, Mutter Minecraft. Mach's gut, Mutter Minecraft, gell? Wir sehen uns dann. Spätestens in, ja, keine Ahnung, beim nächsten Update. Hauste rein, verdammt, ich hänge an der Wand. Okay, ach, shit. So viele Scherben hatte ich jetzt nicht im Kopf. Also, ich habe nicht dran gedacht. Also, ich habe keine Scherben im Kopf, falls euch jetzt vor... Nein, ich habe keine Scherben im Kopf. Zum Glück nicht. Wir sind, glaube ich, yes, yes, wir sind auf dem richtigen Weg, sehr gut. Dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier machen können. Ich hoffe einfach mal, dass ich nicht so cheap am Sterben bin wie beim letzten Mal in letzter Sekunde irgendwie wieder. Oder wieder am Ende irgendwo reinrennen wie ein Trottel. Mach doch dein Zippo an, Mensch. Der macht sein Zippo gerade nicht an irgendwie. Ich raff's auch nicht. Komisch. Okay. Genau, hier war das Kombinationsschloss. Keine Ahnung. Klicke, klick, 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 klick. Nein, ich hab den Code nicht. Ich gehe mal hoch und setze die Glühbirne ein. Ich mache einfach mal das, was man mir sagt, zur Abwechslung. Mache ich selten, aber in solchen Momenten sehe ich es dann halt auch einfach ein. Ich könnte doch mal die Glühbirnen einsetzen, oder? Ja, genau. Bringen Sie die Glühbirnen an und machen Sie Licht. Klick. Eine 5. Und eine 1. Oh, da ist noch eine. Ich habe doch nur 2 Glühbirnen. Hä? Habe ich 3 Glühbirnen? Ey, doch, völlig egal. 9, 5, 1. 951, oder wie? Oh, shit, warte mal, was? Oh, da hat jeder... Jede Farbe hat... Oh, Gott, es gibt 3 Farben und jeder hat 3 Zahlen. Na, super. Okay, dann würde ich sagen, schreibe ich mir diese Zahlen mal ganz kurz auf. Die kann ich mir definitiv nicht merken, bis unten. Und dann probieren wir einfach mal durch. Habe ich einen Stift? Oh ja, ich habe einen Stift. Halleluja. 951... ja, das mache ich jetzt einfach live, weil 802 und 437 war es, glaube ich, ne? Ja, 437. Okidoki, dann ab runter. Dann gucken wir mal, ob irgendeiner dieser Codes stimmt oder ob wir irgendwie, keine Ahnung, die wieder mal ganz verschickt lesen müssen. Auf eine Art, die ich erstmal nicht verstehen werde, höchstwahrscheinlich, wenn es so ist. Was haben wir denn hier drinne? Nichts! Absolut gar nichts! Wahnsinn! Hammer, wie wenig in sowas, in solchen Dingen drin sein kann. Also, wir haben die 951. Schauen wir doch mal, die 951. 951. Nein, du bist es schon mal nicht. Dann haben wir die 802. Oh Gott, nein, auch nicht. Bitte lass es die letzte sein. Weil ansonsten könnte es sein, dass ich dieses Video schneiden muss. Weil ich wahrscheinlich dann wieder ewig lang raus brauche, bis ich den Code rausfinde. Oh, fuck, der ist es auch nicht. Okay. Gehen wir mal logisch vor. Was wäre denn hier logisch? Ich weiß es nicht. 4. 5, 7 oder so. Einfach mal die Zahlen benutzen. Nee, auch nicht. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich muss es wirklich schneiden. Das dauert mir jetzt schon wieder zu lang. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich, wenn ich den Code habe, noch so lange brauche,
bis ich dann dieses Rätsel lösen kann und... Ah, okay, ich muss noch nicht schneiden. Das war jetzt Luck, dass ich die zu... Geh bitte rein. Gehen Sie auf die Bühne und retten Sie Jeff. Wer ist Jeff? Achso, Jeff. Natürlich, Jeff. Retten wir Jeff. Los. Okay, das war wieder mal mehr Glück als Verstand jetzt. Unglaublich. Hat geklappt. Ich bin durch. Sehr gut. Ich freue mich. Ich dachte, dass es mir jetzt mehr Stress macht. Gehen Sie auf die Bühne und retten Sie Jeff. Wo komme ich denn hier hoch? Hallo? Oh ja, hier. Hier. Sehr gut. Dann wollen wir mal schauen, wer oder was Jeff ist. Oh, das ist Jeff. Hallo, Jeff. Okay. Oh, das sieht auch spaßig aus, was er da am Rücken hat. Okay, alles klar. Memory spielen einfach mal. Das ist ein Gewehr. Das ist ein Hammer. Oh, holy shit, holy shit, holy shit. Okay. Das ist ein Tape. Hier werde ich wahrscheinlich mehrere Versuche brauchen. Das ist eine Säge. Autsch. Ein Fuß. Und ein Puzzleteil. Okay. Das sind dann doch verdammt viele. Ein Kassettenrekorder und Tabletten. Shit. Das tut weh bestimmt. Habe ich recht? Moment, wie... Oh, voll durch die Brust. Ist er tot? Oh, er ist schon tot. Das ist ja schön. Ich habe nicht mal eins zusammengekriegt. Okay, Leute, das müssen wir jetzt gleich nochmal probieren. Verdammt, ja, okay. Es ist, dass ich so wenige Versuche habe, weiß ich nicht. Ich habe jetzt gesehen, Hammer und Nägel. Muss ich jetzt zwei Hammer suchen und zweimal Nägelpaare oder muss ich den Hammer mit den Nägeln kombinieren, in Anführungszeichen? Das ist. Ich meine, dass ich dann wahrscheinlich Hammer, Nagel, Schrotflinte, Schrotpatrone wahrscheinlich sowas machen muss. Ja, ja, halt die Klappe, wir haben keine Zeit. Fotoapparat und Säge. Okay, boah, ja, gut, okay, Säge und Scheiße. Ja, Mist, Mann. Das ist aber halt auch echt mal ein bisschen cheap, so. So. Oh, da zieht's wieder eins raus. Nice, nice, okay. Gewehr war hier unten. Au, voll durch die Seite, Mann. Das ist auch fies, Mann. Hier war doch die Säge, habe ich recht? Hier drüber. Yes! Ich hab's, Jeff. Ich hab's gleich. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Ein Hammer. Und hier sind Pillen. Oh Gott, das war aber ganz knapp am Schritt vorbei, mein Gott. Okay. Film, Fotoapparat. Oh, ist die Stange da aus dem Jeff raus, Mann. Das ist mein Jeff. Nägel, fuck, Hammer war hier. Yes! Gedächtnis wie ein Elefant, Mann. So, Puzzleteil. Tape, scheiße. Tape, stimmt, da war das Tape. Okay, Puzzleteil, dann war hier das Tape. Yes, hier war das Tape. Und wieder raus. Ich glaube, das raus und rein tut ihm viel mehr weh irgendwie wahrscheinlich als alles andere. Welche sind davon die Pillen? Oben, unten, oben, unten, oben, unten, oben. Ich nehme oben. Ich nehme, wenn ich mal hinkomme. Yes! Richtige Entscheidung. Ja, er hat die Klappe. Ist ja gut. Ich hab's gleich. Ich glaube, das war's schon. Oder? Yes! Das war's schon. Das war's schon. Sehr gut. Also Memory. Memory habe ich schon drauf. Das war meine Paradedisziplin, als ich 6 war. Memory, Mann. Memory war ich King. Ach was? You gonna ask me what he looks like again? You shit! I don't want you bleeding to death.
Yeah, sure. You just want to know his face? Well, I didn't see him this time either, so... Don't worry, Jeff. I got this son of a bitch. I have evidence. We can beat him. Fuck you! I'm not going back out there again. Not for $1 million. Not for anything. He's crazy. You're on your own. Du bist ein Pisser. Ich hätte dich einfach durch... Boah, ey, wie ein Fondue hätte ich dich durchbohrt lassen sollen, ohne Scheiß mal. Wie so ein krankes Fondue, so ein richtig krankes Fondue. Ich meine nicht so ein normales Fondue, ich meine so ein... Ihr wisst schon, ein krankes Fondue. Ja, willkommen bei der Folge, bei der kein Satz Sinn ergibt. Geborenes Opfer, na super. Loser. Ja, in dieser Folge haben bisher, glaube ich, nicht viele meiner Aussagen Sinn gemacht, aber das solltet ihr mittlerweile gewöhnt von mir sein. Suchen Sie den Eingang zur Bibliothek. Okay. Holy fuck, was? Oh Gott, der Schweinebärmann. Ein Raucher, ja. Okay. Jeder kennt jeden. Oh hey, den habe ich wirklich schon mal gesehen, glaube ich. Warum sollte ich? Gib mir einen Grund. Metallfresse. Ja, richtig. Und genau aus dem Grund lasse ich nicht raus. Kann ich irgendwie, keine Ahnung, zerstören, während du da drin bist. Wie letztes Mal einfach irgendwas sprengen, das war halt schon super. Dass ich einfach mal den Typ eiskalt in die Luft gesprengt habe. Weil vielleicht hast du wieder irgendwas, was ich brauche. Ich lass dich mal raus. Komm her. Komm her, Junge. Komm her. Du siehst mich eh nicht. Zack, zack und kavusch. Ja, wie ich strafe, Mann. Wie ich strafe. Da kommst du nicht drauf klar, Mann. Yes. Und Beta ist immer noch World Champion im Heavyweight. Nichts. Achso, das musste ich sowieso öffnen, weil sich alle Türen geöffnet haben. In seinem strangen Winkel. Ein Kreuz aus Türen gebildet. Stein. Dazu sage ich nein. Danke, ich möchte keinen Stein. Ich nehme mal die Taschenlampe wieder für eine Weile. Ja, doch. Ich nehme mal die Taschenlampe. Farbverdünner. Nimm ihn mit. Nimm ihn doch mit. Dann sag mir doch, dass er voll ist. Anstatt zu sagen, Farbverdünner nehmen. Ja, bitte. Oh nein, dein Inventar ist voll. Trollolol. Sag mir doch, wie es ist, Mann. Aber die können wir nehmen. Da habe ich mich ja auch am Anfang, wo ich die erste Wasserflasche gesehen habe und gefunden habe, so gefragt, wo ich voll Energie hatte. Warum nimmst du die nicht? Du bist so blöd, eine Flasche zu tragen. Nein, man kann sie nur nehmen, wenn man eben, ja, keine volle HP hat, weil die HP ist dort. Nope. Auch nichts drin. Ah, mein Gott, ich weiß jetzt schon wieder, warum ich die Taschenlampe eigentlich gemieden habe. Weil er einfach mal seinen Kopf vorm Kegel hat, vorm Lichtkegel. Das ist halt irgendwie ein bisschen doof, wenn ich dann sehen will, was vor sich geht. Was schon Sinn machen würde, wenn ich durch die Dunkelheit laufe, vor zu sehen, was ich mache. Autsch, Scherben. Okay, das hätte ich sehen müssen. Keep looking. Wohin? Autsch, 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 autsch. Hä? Oh, hi. Komm her. Komm her, ich kann ihn nicht so durchboxen. Gibt's den Knopf? Wo ist der Knopf? Lass den Irren raus. Ich muss ihn boxen. Ist der Knopf vielleicht hier? Nope, auch dieses Mal nicht. Auch dieses Mal nicht. Das ist immer eher für eines Gasfallenpläne. Okay, ich glaube, da habe ich welche dabei. Deswegen kann ich sie nicht mitnehmen. Keep looking. Wohin? Könntest du mir noch eine präzise Richtung vielleicht angeben? Oder so, guck an die Decke. Oder nee, an der Decke ist nichts. Am Boden. Nope, absolut nicht. Nein, er mag uns einfach. Nasset. Oh ja, Nasset ist gut, weil. Wo ist es denn? HP Restore. Hallo, HP Restore. Ich brauche HP. Ja, dankeschön. Die stellen sogar verdammt viel her, fällt mir gerade auf. Also, ich glaube, die stellen sogar viel mehr her als. Als eine Wasserflasche oder so. Krass. Ah, jetzt triggert es mal das Video. Was? Warum? Hätte ich was tun können dagegen? Oder ist er jetzt halt tot?
Tür ist verschlossen. Ja, das sehe ich. Die Leiche kann ich trotzdem durch den Zaun untersuchen. Okay, was auch immer das gerade eben war. Das war einfach mal spontane Schädelexplosion. Wunderbar. Damit mag ich es auch dann eher, meine Videos zu enden, als mit einem Fail von mir. Ich würde sagen, wir gucken beim nächsten Mal weiter, was wir hier so finden, weil ich irgendwie gerade ein bisschen planlos bin. Was zum Teufel ich hier eigentlich mache, außer in Scherben zu laufen, weil das kann ich verdammt gut. Und ja, wir gucken, wie es weitergeht. Bis dahin. Haut rein.